Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi auf ihrem Ponyhof. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar langweilige Kellerarbeiten gemacht. Ohne euch, das wollte ich euch nicht antun. Ich habe hier den Keller ein bisschen ausgebaut, mit Stein verziert. Hust, hust. Und ich habe von oben Leitungen hier runtergelegt. Und zwar sind das praktisch Stromleitungen. Und ich habe auch die Itemleitung von dem Cobblestone-Generator hier runtergelegt und möchte heute mal mit euch ein paar Maschinchen bauen. Die werden am Anfang nicht sehr ergiebig sein, aber das sollen sie auch nicht unbedingt. Also es kommt mir nicht darauf an, dass hier alles in Massen produziert wird. Aber so ein bisschen erleichtert werden kann das ja schon. Ich weiß nicht genau, was wir alles brauchen. Ich nehme an Glas. Ne, das ist ja wieder das Seelenglas. Das ist auch die falsche Truhe. Ich habe übrigens die Truhe umgestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Und jetzt gehe ich immer an die Truhe anstatt an diese. Hier haben wir schon Glas. Gebrannten Stein habe ich auch. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht ganz genau. Aber ich weiß, dass ich einen Diamanthammer brauche. Habe ich das Eisen? Da unten, okay. Ich brauche auf jeden Fall zwei Druckplatten. Den Hammerer weiß ich noch auswendig. Der funktioniert so. Das ist ein automatischer Hammer, der zerkleinert mir Bruchsteine in Kies. Die meisten werden es wissen, aber nicht alle. Ich brauche ein Sieb. Ich hoffe, das funktioniert hier. Jetzt muss ich mal das Rezept anschauen. Das weiß ich nicht komplett auswendig. Ah, ich brauche Glasscheiben. Okay, hatte ich noch welche? Jep. Dann nehmen wir die Glasscheiben. Und zwei Kohleblöcke, das ist natürlich jede Menge Zeug, aber dafür brauchen wir nicht mehr großartig farmen gehen. So, in der Mitte das Sieb. Und was kam jetzt da unten rein? Eisen? Ja. Yep. So, das sieht schon mal gut aus. Das Sieb siebt uns dann den Kies in kleine Erze. So. Dann stellen wir mal den Hammerer dahin und das Sieb da. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwelche Leitungen habe. Wo habe ich denn hingetan? Hier, genau. Hier habe ich den ganzen Müll reingetan, den ich abgebaut habe. Habe mir nochmal Stromleitungen hergestellt. Da brauchte ich jede Menge, um die von da oben hier runterzulegen. So, und dann werden wir das Ganze mal anschließen. Ob das hier überhaupt ange... Das muss natürlich auf Insertieren stehen. Die muss man immer einstellen. Der läuft jetzt nie, aber ich möchte natürlich, dass der immer läuft. Da immer aktiv. Und der soll da natürlich reinlaufen, also insertieren. Und hier auch immer aktiv. Jetzt bin ich gespannt, ob was passiert. Nein, es läuft natürlich nichts rein. Höchstwahrscheinlich haben wir da oben irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall haben die Teile schon mal Strom. Achso, und hier brauche ich auf jeden Fall noch ein Sieb. Das werde ich gleich mal herstellen. Dafür brauche ich Eisengitter. Und ich meine, ich hätte irgendwo welche gehabt. Oder auch nicht. Ja, ich weiß wo. Die sind draußen. Aber das ist gut, kann ich gleich mal gucken, ob es dunkel wird. Naja, ein bisschen Zeit haben wir wohl noch. Die Eisengitter habe ich zu meiner Schmiede gebracht und dann kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Die habe ich auch schon mal weitergearbeitet, weil das war ja nicht mehr anzusehen letzte Mal, beziehungsweise vorletzte Mal. Ich habe einfach die gleiche Schmiede praktisch nochmal hier hingebaut, nur halt aus Nether-Steinen oder Ziegeln besser gesagt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Den Rest werden wir dann zusammen einrichten. Und irgendwo hier sind die Zäune. Genau. Die nehme ich mal alle mit.
Das automatische Sieb und den automatischen Hammer, den hätte ich mir eigentlich vorher auch schon craften können. Aber ich hatte Excompressum, also den Mod dafür, runtergenommen, weil ja die. Wo renne ich denn hin? Ich will schon ins Bett gehen. Weil die auch komprimierte Monster macht. Das heißt, wenn man eins tötet, dann können da unter anderem neue spawnen. Und da hatte ich natürlich keine Lust drauf. Wie geht denn jetzt das Mesh? Mal gucken. Ah ja, okay, dann machen wir das so. Ja, und das kann man aber in den Config-Dateien umändern und das habe ich gemacht und hoffe, dass mir jetzt hier keine komprimierten Monster vor die Nase rennen. So, jetzt habe ich ein Sieb reingebaut und jetzt müsste das funktionieren, sofern das alles richtig eingestellt ist. So, das war richtig ein. Ach, das muss ich ja auch auf Insertieren stellen. So. So wird ein Schuh draus, ne? Und da seht ihr schon den Steinblock und jetzt fängt er an, den zu zerhämmern. Und dann läuft der Kies hier rein. Für alle die, die es noch nicht gesehen haben, da kommt gleich ein Kiesblock. Zack. Und da wird gleich weitergeleitet an das Sieb. Und hier bekommen wir schöne Erze. Das gefällt mir da natürlich sehr, sehr gut. Ich würde mir gerne noch einen Kompressor bauen. Ich weiß aber jetzt aus dem Kopf gar nicht, ob ich überhaupt einen dabei habe. Da muss ich erstmal nachgucken. Da ist er genau. Das ist auch der richtige. Es gibt nämlich irgendwie zwei. Bei Sky Factory gab es irgendwie zwei und der eine, der war irgendwie blöd. Und allerdings, Problem ist hier, ich habe irgendwie keine vernünftigen Rohre, die mir die Items sortieren. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich warte erstmal damit. Und den kann ich ja immer nochmal bauen. Gut, dann läuft das jetzt erstmal automatisch weiter. Kriegen wir das noch da rein? Ja. Ach, jetzt habe ich das andere Seidengeflecht. Na, packen wir das erstmal da rein. Ihr braucht auch keine Angst haben. Es gibt auf jeden Fall auch noch Höhlentouren. Das werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Denn ihr wisst ja, ich brauche das auch ab und zu mal, dass ich durch eine Höhle mich durchmetzel. Das gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen, wenn es ein Riesenhöhlensystem ist. So, zerbrochenes Eisenerz, 8 Stück. Da können wir schon mal was mit anfangen, zeige ich euch. Die macht man so zusammen in ein Eisen, Erzkies. Und eigentlich hätte ich gerne einen Pulverizer. Ich habe ja auch noch einen Generator. Was haben wir denn hier? Ja, ich packe das erstmal da rein. Jetzt habe ich die gebrannten Steine dabei. Dann ma Ach, halt. Moment. Moment. Machen wir das so. Und das bauen wir wieder um. Ja, das kann erstmal ein bisschen laufen. Ich hoffe, das läuft nicht zu schnell vor. Durch. Ah, es ist dunkel. Mein Hamster hat immer Herzchen über seinem Kopf. Das finde ich richtig gut. Den muss ich auch gleich mal füttern. Das habe ich auch irgendwie schon längere Zeit nicht gemacht. Du kriegst jetzt Futter, jawohl. Bleibst hier brav sitzen. Und dann gehen wir noch mal zu den Tieren und ich habe gerade gedacht, hier war doch ein Skelett. Und ich habe echt gedacht, der ist hier in meinem Haus drin. Wir haben doch ein wenig spät geschlafen, glaube ich. Wow. Also, oh oh. Ich hoffe, hier steht jetzt kein Creeper drin. Da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Da liegen ständig Federn drin.
glaube, der ist unterirdisch. Der war hier, glaube ich, schon mal. Oder steht der hier im Stall? Meine Pferdchen. Ich habe den Stall auch ausgebaut. Kann ich euch gleich zeigen. Bei den Schafen hier passiert irgendwie immer noch nichts. Hatte ich euch das schon gezeigt? Ich glaube ja, das mit den Schweinen hatte ich euch, glaube ich, gezeigt. Und hier habe ich jetzt die Stiere reingestellt. Und hier die Kühe. Allerdings ist da noch ein Stier drin, den muss ich noch irgendwie da rausholen. Weiß ich aber noch nicht so genau, wie ich das anfangen soll, damit nicht die anderen Kühe auch wieder mitkommen. Mal sehen, wie ich das mache. Und soweit ich das mitbekommen habe, brauchen die irgendwie nur noch trinken und die vermehren sich dann eigentlich nicht mehr, sofern man die nicht füttert. Und ich meine, ganz zum Anfang sind die gestorben, wenn man die nicht gefüttert hat irgendwann. Denen ging es dann schlecht und dann sind sie gestorben. Wow, ist das ein Fleischvorkommen hier, meine Herren. Da haben wir ja was zu tun. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt ein bisschen die Schmiede weiter. Bruchsteine habe ich noch ein paar. Ja, ein paar Stufen habe ich noch. Nicht sehr viele. Denn ich würde gerne hier noch so eine Art Eingang hinmachen. Also so ein Durchgang halt. Das soll schon offen bleiben, aber halt nicht so. Ich habe gedacht, so ein Bogen, so ähnlich wie da vielleicht. Natürlich nicht ganz so riesig. Müsste ich einen höher setzen? Also das, sonst ist das hier zu niedrig im Durchgang. Wir können das ja auch so machen wie hier. Oder jedenfalls so ähnlich. Mal gucken, wie das dann aussieht am Ende. Ich hätte ja auch mal da rumlaufen können. Ne? Egal. Kann nicht mal mehr hüpfen. Ich muss mir unbedingt eine neue Maus kaufen. So. Weiß nicht, ob ich das noch höher machen soll. So, wie haben wir das hier? Einer, zwei, drei. Einer, zwei, drei passt. So, wie machen wir das hier unten? Passt. Doch, warte mal. So. Und dann setzen wir hier in die Ecken vielleicht noch so ein paar Stufen rein. Da unten glaube ich eher nicht. Ja, ist ein bisschen üppig für so eine kleine Schmiede, aber egal. Ich lasse das jetzt so. Das Roten war wieder weg. Da werde ich dann, glaube ich, auch Eisentore reinsetzen als Fensterschutz praktisch. Und ich muss euch ehrlich sagen, mich ärgert es ein bisschen, dass ich in der 1.10 spiele. Ich hätte so gerne die Version von der 1.12. Ich glaube, ich gieße da jetzt einfach erstmal Lava rein. Aber ich muss echt die Eisengitter holen, sonst laufen mir da nachher Tiere rein. Das ist nicht so gut. Also in der 1.10.12 gibt es von dem Mod Quark einen Block, der macht praktisch Qualm.
Der ist richtig mega genial. Den hätte ich da oben in der Schmiede richtig schön einbauen können. Und dann hätte er so richtig schön gequalmt. Und der macht auch andere tolle Sachen, der Mod. Also der ist wirklich super. Ich habe mir den mal angeschaut. Das gefällt mir echt extrem. Da ist doch wieder falsch. Falsche Truhe. Warum ist denn hier ein Zinnbarren drin? Da ist alles falsch sortiert. Diese Eisengitter verfolgen mich auch irgendwie durch die ganze Folge heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So. Es ist zwar ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt überall Eisengitter vormache, aber die Tiere, die, oder beziehungsweise der Schutz der Tiere geht auf jeden Fall vor. Nicht, dass ich wieder die Peter auf den Hals geschickt kriege. So, dann nehmen wir mal die Zäune in die Hand. Ich denke, da hinten brauche ich nichts weiter hinsetzen. Ich gucke mir das mal an. Es sieht jetzt ein bisschen blöd aus hier mit der Ecke, aber kann ich leider nichts ändern. Jetzt haben wir auch zu wenig Lava. Das wird jetzt eine fließende Lava werden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal welche holen, aber das kann ich dann auch mal ohne euch machen. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Ihr wisst ja, wo ich die her habe und da ist auch schon alles ausgeleuchtet. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, ein paar Truhen. Jetzt habe ich das ganze Holz hier leer geräumt. Ach, so ist das, wenn man aufräumt, Leute, ne? Es ist echt nicht wahr. Dann nehme ich mein Eichenholz. Ich wollte jetzt eigentlich Holz nehmen, wo wir extrem viel von haben. Egal. So. Ich würde sagen, den Amboss, den würde ich dann da hinstellen, höchstwahrscheinlich. Eigentlich würde er mir hier besser gefallen. Es soll ja mehr so eine Schmiede werden für die Pferde. Ich stelle das da hin. Neben die Werkbank und ich weiß nicht, einen Ofen. Sollen wir hier noch einen Ofen hinstellen? Eigentlich eher weniger, oder? Ich habe so viel Zeug in meinen Truhen, das geht gar nicht. Ich baue einfach einen Ofen und stell den dahin. Ist egal. So. Würde mir eigentlich besser gefallen hier irgendwo in der Wand drin. Aber da geht's nicht, weil ich da ja gleich die Außenwand habe. Und da auch. Also würde es nur hier funktionieren. Aber nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. So, dann gehen wir jetzt die restliche Deko bauen. Das heißt, ich baue einen Amboss und dann würde ich gerne noch so zwei, drei Haken bauen, wo wir die Pferde dann dran anbinden können, damit die nicht weglaufen. Und vielleicht noch ein kleines Regal oder irgend sowas, wo wir ein bisschen ein paar Utensilien lagern können. So, jetzt geht höchstwahrscheinlich mein letztes Eisen noch weg, weil oh, so ein Amboss ist so teuer. So. Drei Eisenblöcke. Ein Eisen und nochmal drei. Wow. Irre. So, 21 Eisen habe ich jetzt. Immer die falsche Truhe. Das müssen wir unbedingt noch umbauen. So, und dann gucken wir mal, was unser Maschinchen so geleistet hat. Das ist nämlich äußerst praktisch. Ich kann bauen und die Maschine arbeitet. Nicht viel, weil Strom fehlt. Da muss ich auch noch was machen. Wie gesagt, das wird am Anfang sehr, sehr langsam gehen. Die Solarzellen reichen nicht aus. Aber das macht nichts. Da baue ich noch was nach, sobald ich Eisen habe.
Okay, das war's für heute, denke ich. Wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Ich sag erstmal bye bye, bis demnächst. Eure Nizi.